Wir können über die Brücke gehen. Ich glaube, auch das nächste, was wir machen, oder? Ja, Denke ich mal. wir gehen über die Bridge. Über die Bridge. Bridge. Wir gehen über Brücke. Wir. So. Alter, die Vögel. Was ist denn hier los heute? So, ja, komm hier. Halt die Fresse! Die wurden von Herrn Duke geschickt. Also. Ich Ist ja verstehe gut, nicht, wir nehmen warum auf. ihr Zoll zahlen muss. Um auf die andere Seite zu kommen, ist doch logisch. Gesetz ist eben Gesetz. Du willst doch wohl keinen Ärger machen, oder? Nein, nein. Nein, nein. Ich möchte keinen Ärger machen. Hau mir eine Fresse. Es ist eine Brücke. Da, bitteschön. Das ist mindestens 1 Kilo. Aua. Alles klar, Kleiner. Jetzt darfst du gehen. Das war noch niemals 1 Kilo Gold. Vielleicht war es verdichtetes Gold. Ja gut, kann natürlich sein. Schweres Gold. Das ist ein Toaster. Wenn ich es schaffe, Herrn Dunkel. Havarti! Ja, Habati? danke. Und wie geht's Ihnen? Nein, 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 nein. Ich sagte Havarti. Hast du denn noch niemals Käsecracker gespielt? Meine Mami sagt, man soll nicht mit dem Essen spielen. Hehehe. Käsecracker ist doch nur der Name meines Spiels. Komm, komm, ich zeig Das dir, ist wie dein es Spiel, natürlich bist du funktioniert. nicht gespielt. Hey, das ist ja das Tic-Tac-Toe-Spiel. Ja! Tic-Tac, was? In fünf Nein, nassen nein, dieses Spiel Feldern! heißt Käsecracker. Pass gut auf. Zuerst musst du dir aussuchen, ob du lieber Käse- oder Cracker-Spielsteine haben möchtest. Käse natürlich! Na gut. Dann nehme ich die Cracker. Du musst 4 Käsestücke in einer Reihe legen, bevor ich 4 Cracker in einer Reihe lege. Ich fange an. Man kann es aber noch nicht mal auswählen, Jetzt ne? bist Ist du unfair. dran. Immer Mitte. Ja. Immer Mitte, Leute. Wobei es sind 5x5 und kein 3x3. Ist was anderes ein bisschen. Scheißegal. 4 in einer Reihe. Scheißegal. Jetzt bin ich dran. Ja, dann mach. Penner. Ja, passt doch. Kannst du ihn. Jetzt da oben leben und jetzt haben wir gewonnen. Oi, 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 du oi, 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 oi. Diesmal schlage ich dich. Hast du gehört? Der Toaster will Kinder schlagen. Dieses komische Wort vorhin. Was bedeutet es eigentlich? Habati? Och, das sagt man immer dann, wenn man mit jemandem Käsecracker spielen möchte. Und wenn der andere Lust auf ein Spielchen hat, dann muss er laut Provolone sagen. Ach, so geht das. Habati! Provolone, du musst 3 in einer Reihe legen. Was? Provolone! Havarti. Ich finde Havarti, das klingt so nach, so wenn noch ein bisschen was an Provolone. Jetzt bist du dran. Oben rechts. Sonst kann er uns nämlich theoretisch abziehen. Theoretisch. Und dann ziehen. Ja, unentschieden. Ha! Das ist ein Unentschieden! Ja, das haben wir auch schon gemerkt! Boah, bringt das? Ich weiß nicht, ob das was bringt, das zu spielen. Ja, aber warum sollte man sonst hier das Geld bezahlen, weißt du? Ja. Mach mal das 7x7er Feld da. Warte, wir sprechen mal. Provolone. Vielleicht muss man ihn einfach überall besiegt haben, einmal. Na gut, das kann natürlich sein. Vielleicht gibt da einer irgendwas. Jetzt bin ich dran. Ja, mach. Weil wir brauchen ja noch irgendwas, um den Koffer rauszuholen auch. Ich will jetzt auch Mitte machen, ne, oder? Na, was sagst du dazu? Was mache ich jetzt am besten? Yay! Der ist dumm. Der ist mega dumm. Ist Toaster, Alter. Oi, 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 du hast gewonnen. Oi, 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 oi. Ich bin ein Toaster. Havarti! Provolone! Du musst 3 in einer Reihe legen. Havarti! Ich fange an. Das hatten wir doch schon. Aber jetzt fängt er an. Ich gehe jetzt lieber. Wir können ja später nochmal spielen, ja? Na klar, warum nicht? Du weißt ja jetzt, wo ich bin. Komm, wahrscheinlich hätte man schon, auch einfach so durch zu dunkles Haus gehen können. Und es hätte das alles überhaupt nicht machen nee, müssen. Nee, aber man braucht ja irgendwo die Sachen noch her, ey. Havarti!
Provolone, oh, du musst große Feld. 5 in einer Reihe legen. Du Boah, fängst das ist an. Total unübersichtlich. Jetzt das hat ein Toaster gezeichnet, dran. Natürlich. Der wäre jetzt auch so. Praktisch zu spielen sind 3 und 5. Aber nicht 7 bei 7. Machen wir jetzt direkt daneben ein. Dann haben wir hinterher so ein bisschen so ein Netz. Oder? Nein, ich meinte jetzt hier oder da. Dann haben wir so ein bisschen Netz. Ah, nicht dumm. Damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt bin ich dran. Dann schneiden wir ihn direkt sofort ab hier. Mhm. Jetzt haben wir immer noch die Diagonale. Ja, mach hin. Und es müssen 5 sein, ne? Ja. War klar. Oh fuck. Da knallen wir es aber lieber hier hin. Sag doch, das ist unübersichtlich. Mega, ey. Jetzt machen wir auf jeden Fall jetzt hier zwischen eins, sonst kann er das da auffüllen. Ja, warte mal, ich bin gerade immer denken, ist nicht scheiße, das wären nur 4. Das wären auch nur 4. Ja, wir müssen uns eigentlich hier ran weiterhangeln. Warte, hier könnte man vielleicht. Ja, auch nicht. Jetzt bist du dran. Boah, der zieht uns ab. Nee, warte mal. Der macht uns fertig hier. Klappen wir es hier jetzt einfach hin. Na dann. Warum macht er das denn jetzt? Na dann. Ach, Kacke. Arschgeige. Das wird ein Unentschieden, pass auf! Hey, du machst mich ja platt wie Schmierkäse! Ey, der Penner, Alter, er blockiert auch alles, was geht, ey! Das wird nichts. Hä? Das macht doch null Sinn! Deine trotzdem Spielweise dazwischen. Ist so ausgereift wie ein Limburger Käse. Jetzt bin ich dran. Na klar, ey. Oh, der Penner, ey. Geht doch schon gar nichts mehr, oder? Ja, wir haben ja noch die ganze Rechte noch frei. Ach ja. Das sehe ich ja jetzt erst. Warte mal. Kann irgendwo was machen? Ja, hier. Oh, hier. Die Reihe hier könnte er voll machen. Ja, hier auch Diagonale, Mann. Jetzt bin ich dran. Oder da oben. Oben auch. Da Boah, jetzt macht er auch noch an allen Ecken gleichzeitig! Der taktisch übelst positioniert, ey, was geht mit ihm, Mann? Ja, was ist das? Das ist ein Toaster, Alter, der zieht uns ab! Ja, es wird ja nur ein Unentschieden, das ist schon mal nicht so verkehrt. Na warte, wir haben noch Chancen, wenn er doof ist. Du bist ein ganz schlaues Kerlchen, wie? Mal sehen. Du bist ein fucking Toaster! Fuck you, Toaster, Mann, fuck you! Aber jetzt ganz ehrlich, es geht doch schon wirklich nichts mehr jetzt. Nee. Kann er noch irgendwas machen? Vielleicht zählt das auch, wenn wir hier. Jetzt bist du dran. Warte, hier unten können wir noch. Ja, hau rein. Na dann. Nee, er blockiert uns jetzt eh gleich. Jetzt bist du dran. Doch nicht. Jetzt aber. Ja, wenn er es jetzt nicht macht, ist er doof. Jetzt bist du dran. Ja! Ja, ich glaube, das bringt gar nichts hier. Wow. Ultra. Dafür haben wir Kilo Gold bezahlt für die Scheiße? Stopp. Du brauchst noch einen Stempel, falls du noch einmal auf die andere Seite möchtest. Aber immerhin. Du glaubst ja nicht, wie viele Leute versuchen, mich zu betrügen. Danke. Oh, eine Socke. Ah, noch eine Socke. Blau auf blau. Voll gut. Oh, nee, ah, nee. Hä? Nochmal die gleiche. Ja gut. Er mag lila. Ja, dann, scheiße, wir brauchen immer noch was, womit wir den Koffer außen, irgendwas Magnetisches vielleicht. Wenn es stark auf ist und auch ein Seil oder irgendwie sowas. Stock. Keine Ahnung. Deswegen, wir fahren jetzt zurück. Jetzt müssen wir in Dunkels ausreiten. Bleibt uns leider nichts anderes übrig. Hui.
Der ist wahrscheinlich gar nicht zu Hause. Du weißt ja nicht, es ist Licht an. Ja, aber es ist ja hell dunkel. Warum sollte er denn Licht an haben, wenn er zu Hause ist? Guck mal, hier geht Licht an und aus. Ich bin ein junges Pflänzchen. Was? Sei, was du willst. Ist das okay? Steine. Oh, ja, hier wohnt Herr Dunkel. Na, ach was? Woher weißt du das? Steine. Dunkel. Klaut jetzt seine Post. Keine Post heute. Hau ab. Aber dein Fähnchen ist also, doch hoch. So einen Briefkasten will ich auch haben. Aber sein Fähnchen ist doch hoch. Also gut, hier ist ein Brief drin. Aber der ist für Herrn Dunkel bestimmt eine Rechnung. Der Briefkasten hat einen Ständer. Also einen Briefkastenständer, wo der draufsteht. Sonst würde er auch auf dem Boden stehen. Ein völlig uninteressanter Brief. Glaub's mir. Der Briefkasten liest Briefe. Wir gehen jetzt auf den Sack, bis sonst den Brief gibt. Na, also gut, bitteschön. Hier ist er. Herzlichen genau. Glückwunsch, den Briefkasten möchte ich auch haben. Sie sind der Gewinner unseres großen Preisausschreibens. So ein Glückspilz. So, die Frage, was ich gewonnen hat. Auf jeden Fall noch die Steine irgendwie. Okay, hier sind wir auch mit den Dings durchgekommen. Das sind Socken. Hey, jo. Da liegt mal wieder eine Socke. Auf jeden Fall erstmal die Steine. Erstmal gucken. Die sind ziemlich schwer. Ja, aber nimm die mit. Dieser Korb braucht nicht noch schwerer zu werden. Immerhin, der kann doch durch. Der sagt noch, braucht zu werden. Okay. Aha, so funktioniert das also. Also Stein nehmen. Stein nehmen, oh. Reingehen, wobei das geht ja nicht. Die sind ziemlich schwer. Dieser Korb braucht nicht noch schwerer bewegt? Zu werden. Mhm. Ich glaube... Ja, Moment, dann kann man erst reingehen. Diese Körbe sind so etwas wie ein Aufzug, um in Herrn Dunkels Haus zu kommen. Oh. Wir stellen keine Fragen. Ich glaube, ich wiege mehr als ein Stein. Ja, du bist voll die Kante, Mann. Du bist so fett. Wie nett die Steine sind einfach, Mann. Ja, das sind richtig gute Steine. Also, ihr kriegt den kaum gehoben, aber da locker hochgeworfen. Okay, die helfen auch, ne? Voll der dumme Aufzug. Du hängst einfach in der Luft. Voll umständlich. Ist ja auch von Herrn Dunkel. Oh, 1, 2, 3. Also links ist die Küche. Da müssen wir hin, wegen der Karotte. Ja. Mit den Türen. Ah, nee, ich dachte, man hätte mit dem... Okay, er kaut Teig. Kaugummi. Das ist das Musikzimmer mit 1, 2, 3. Ich würde auch sagen, das ist das Musikzimmer. Und das sind dann die Tanzschritte da oben. Na, wenn das nicht Cha-Cha-Cha ist. Wir gehen in die Küche. Wir gehen in die Küche. Na, wenn das nicht Cha-Cha-Cha ist, weiß ich auch nicht. Gar nicht tanzen, von daher. Oh, ein Fleischwolf hier unten, ne? Okay. Im Kühlschrank sollen die sein, ne? Ja. Die Gemüsedinger. Ob kalt, ob Milch, ob Saft, ich lösch den Durst und geb ihm Kraft. Wem? Egal. Den Durst gibt der Kraft. Also, weil das ist doch nicht mal was zu trinken, das ist ein Messbecher. Ich möchte nur kurz sagen, wir sind doch gerade in die Küche gegangen und nicht ins Musikzimmer, oder? Ja. Aber, ich denke mal, dass hier der Fleischwolf da noch was zu sagen hat. Schneide Gemüse klein, denn ruckzuck soll es fertig sein. Ja, das hat gerade mein Gehirn. Ja, gehört. Ja, ist auch so. Ich steche jetzt zickzack in Menschen rein.
Denn ich bin ein Gauner und bin gemein. Große Stücke mach ich klein, steck sie einfach in mich rein. Bitte was? Voll der Mörder! Stich dich ab, Junge! Mach nochmal auf den Fleischbrot, mal gucken, ob er was anderes singt. Als Mühle mal ich Tag für Tag, aus Fleisch dann mach ich feinstes Hack. Das ist super. Große Stücke mach ich klein, steck sie einfach in mich rein. Ja. Guck mal, stell dir vor, du hast jetzt dann so eine Fleisch und... Selten kann ich mich ausruhen. Alter. Jetzt will ich aber wissen, was Salz und Pfeffer als nächstes singen. Salz und Pfeffer gehört zum Essen. Okay, die haben nur eins. Und darfst du uns nie vergessen. Ja, wir haben ja danach schon was anderes angeklickt. Ich bin immer da, bin immer bereit. Ich sorge für Herrn Dunkel mit Flüssigkeit. Bin immer da, bin immer bereit. Bereit. Ich sorge für Herrn Dunkel mit Flüssigkeit. Der Topf kann auch noch immer sagen, schon in den Ofen. In meinem Bauch wird der Kuchen gar, des Bäckers Träume werden warm. So eine typische Stimme für so einen Ofen, ne? Ich koche und ich brate jeden. Pass gut auf. Ist nicht rauchig. Verbrenne ja, na, klar. Rauchen schadet deiner Gesundheit, ja? Der Topf auch noch. Koch hat heute noch viel zu tun. Aus mir macht er ein Suppenbohn. Schon ein bisschen makaber, oder? Also schon, Ganz heiß wird mir, ich klag nicht. Denn heute wird er zu Leibgericht. Alter, was ist los mit dem Huhn? Ja! Hallo! Die Maus ist weg! Ganz heiß wird mir kaputt gemacht! Denn heute werd ich zu Leibgericht. Nein! Das Spiel ist echt abgestürzt! Viel zu tun, aus mir macht er ein Suppenbohn. Scheiße! Nein! Aber er blinzelt noch, aber ich kann nichts mehr machen. Boah, ja, auf zu singen! Nein, Leute, das Spiel ist abgekackt! Pause. Noch viel Moment, jetzt muss ich erstmal zu Ende singen. Aus mir macht er ein Suppenbohn. Nee, ich kann echt nichts mehr machen. Der hat sich da festgehangen. Ganz heiß wird mir, ich trag mich. Ja gut, dann ich würde mal sagen, dann machen wir kurz eine Pause. Und wir treffen uns an diesem Punkt, glaube ich, gleich wieder. Ja. Und bis gleich. Bis denn. Tschüss.